Einer, der ein Auge dafür hat, ob wir belogen werden oder nicht, ist Ken Jebsen. Herzlich willkommen. Hallo Berlin. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Mir ist es egal, was die über mich schreiben. Mir ist es egal, was die Nachbarn über mich sagen. Es interessiert mich mein Image nicht. Ich bin ein mündiger Bürger und ein mündiger Bürger ist ein Bürger, der seinen Mund aufmacht. Und wer heute seinen Mund nicht aufmacht, hat aus der deutschen Geschichte gar nichts gelernt. Das ist jemand, der Angst hat. Und ich habe keine Angst. Mir ist das egal, was mir Leute für Tipps geben, was sie an meiner Stelle tun würden. Sie sind nicht an meiner Stelle. An meiner Stelle würden die nämlich hier stehen und nicht da oben versuchen, Geld zu verdienen, was sie demnächst nicht mehr ausgeben können. Was ist das Problem, was wir haben, nicht nur in Europa, weltweit? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir die meisten sind und dass die meisten angstgesteuert sind und denken, sie sind nicht dafür zuständig, weil sie Angst davor haben, was ihre Nachbarn über sie denken könnten, wenn sie später in Medien lesen, wie sie wohl sein würden, was aber nicht stimmt. Unser Problem, unser Grundproblem in dieser Gesellschaft ist in diesem fantastischen Buch niedergeschrieben von Arne Grühen, Wider den Gehorsam. Unser Problem ist blinder Gehorsam in unserer Zivilgesellschaft. Das ist das grundsätzliche Problem, was wir haben. Wir haben falschen Gehorsam, wir sind gedreht, wir folgen Leute, die uns an die Front führen wollen, aus Angst, was sonst mit uns passiert. Wir haben ja noch die Möglichkeit zu widersprechen. Wir sind genauso wenige, wie das damals 45 war oder vor 45, die auf die Straße gegangen sind. Wo sind die anderen? Wer wäre vor einem Krieg in Europa, den wir ja schon haben, wer wäre oder wer ist denn davon betroffen? Na, die meisten. Warum sind die meisten dann nicht auf der Straße? Weil sie eingeschüchtert sind, weil wir gelernt haben, diesem Drill zu gehorchen, dem System zu gefallen. Wir müssen genau an diese Wurzel gehen, um zu verstehen, warum so wenig Leute hier sind. Die Leute haben Angst für ihre eigene Empathie. Wir unterscheiden. Wir können empathisch sein für Amerika. Wir können empathisch sein für die Deutsche Bank. Wir haben Mitgefühl für systemrelevante Banken, aber nicht für den Russen. Wir lassen uns Feindbilder verkaufen. Aber wer ist schuld? Schuld sind wir alle, die wir hier stehen, weil wir müssten jeden Tag hier stehen, bis es keine Panzer mehr gibt, die die Ukraine rollen. Davon sind wir betroffen. Das betrifft mich. Es stört mich, wenn in Ukraine irgendjemand auf eine andere Person schießt, mit deutschen Waffen oder Waffen international dorthin geliefert. Das stört mich. Und wir würden doch in Berlin gar nicht stehen, wenn wir aus der deutschen Geschichte nichts gelernt hätten. Deswegen sind wir doch ein wiedervereinigtes Land. Wir sind doch bei der ewigen Frontstadt. Haben wir nichts gelernt aus der deutschen Geschichte? Haben wir gar nichts gelernt? Und wo ist der Feind in diesem Land? Ich möchte es euch sagen. Unser Feind ist die sogenannte linke Presse. Das ist der Feind. Das ist die Querfront. Die Querfront heißt heute Taz. Das ist die Querfront. Die Querfront heißt heute Jutta Dietfurth oder Monty Schädel, die uns erklären, wir wären Neurechts. Das sind Leute, die sind gekauft von der NATO. Ja? Wo gehen diese Leute denn auf die Straße, wenn in der Ukraine bereits gestorben wird? Wo sind denn diese Leute? Was schreiben sie denn an gegen Guantanamo, gegen Folter der CIA, gegen TTIP? Dazu sagen sie nichts. Wir sind die Gefahr in ihren Augen. Wir paar Verstrahlte. Sind wir die Gefahr? Nein! Wir sind nicht die Gefahr. Und was können wir tun? Wir können diese Medien, diese linken Medien, angeblich linken Medien, wir können sie bestrafen. Wir treffen sie dort, wo es weh tut. Wir kaufen sie nicht mehr. Wir abonnieren sie nicht mehr. Und das sollte alles sein. Wir sollten aufhören, ihnen ständig zu widersprechen, dahingehend, dass wir noch lange Kontakt darüber sie reden. Es hat überhaupt keinen Sinn. Wir haben die Zeit gar nicht dafür. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir machen unsere eigenen Medien. Und die Möglichkeit haben wir ja auch. Und ich möchte, nachdem hier so viel über so viel gesprochen wird, nur auf etwas hinweisen, auf ein Interview, was ihr vielleicht gesehen habt, ja, was in Chicago aufgenommen wurde, ich glaube am 5. Februar 2015, was jetzt durchs Netz geistert, von einem gewissen George Friedman, ja, von Stratfor, der ganz offen das sagt, was wir schon seit 2 Jahren sagen, und nur wir haben immer noch Verschwörungstheoretiker, und der hat ganz klar gesagt, was los ist. Die Vereinigten Staaten, man kann es dort wirklich hören im O-Ton, haben kein Interesse daran, wenn Russland und Deutschland sich zu gut versteht. Das ist das Problem. Und den meisten ist gar nicht klar, was die Ukraine ist. Die Ukraine ist das Schlachtfeld, auf dem übermorgen deutsche Soldaten auf russische Soldaten treffen. So sieht es nämlich aus. Und da sage ich nein. Da bin ich nicht dabei, Freunde. Wer möchte denn eigentlich deutsche Soldaten gegen Russen ziehen lassen nach 45? Dafür sind wir vorgesehen.
Das ist der Plan, den die Vereinigten Staaten für uns haben. Deutsche Soldaten sollen auf Russen schießen nach 27 Millionen toten Russen. Da sage ich doch nein. Ja? Und warum soll ich dazu ja sagen? Weil ich Angst habe vor was denn? Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Terrorismus. Was ist denn Krieg? Ist Krieg kein Terrorismus? Krieg ist doch willkürlich Menschen umbringen mit Bomben der Teppichen von oben. Krieg ist doch Terrorismus mit einem größeren Budget. Und ich habe keine Angst, das auszusprechen. Ich habe keine Angst. Es ist mir egal, was die Taz darüber schreibt. Dieses Blatt kannst du vergessen. Ja? Man sollte eben das, die Straße umbenennen. Sie hat es nicht verdient, in der Rudi-Dutschke-Straße zu sein. Das ist totaler Verrat an Rudi Dutschke. Ja? Totaler Verrat. Wollen Sie uns für blöd verkaufen? Ja? Und es hat auch keinen Sinn, hat der Rudi Dutschke schon gesagt, Antworten zu geben, solange diese gesellschaftliche Bewusstlosigkeit nicht überwunden ist. Und was wir im Moment erleben im digitalen Raum, ist ein großes Aufwachzimmer. Wir müssen aufwachen aus dem Koma, aber wir haben ja nie gelernt zu widersprechen, weil wir Angst haben, was die anderen denken. Die anderen denken gar nichts. Aber es reicht auch nicht nur zu denken, man muss auch handeln. Man muss auf die Straße gehen, man muss sagen, nein, dafür bin ich nicht zu haben. Und man darf nicht nur auf den doofen Amerikaner zeigen. Es gibt nicht den doofen Amerikaner. Ich komme gerade aus einem langen Interview, was im Schnitt ist und heute Abend noch online geht, zwischen Willy Wimmer, Albrecht Müller von den Nachdenkseiten und Daniele Ganser. Und ich soll euch von Ihnen grüßen, das ist gut, dass ihr hier seid. Ja, weil wir den Leuten gesagt haben, hey, ja, ich bin ja ein ehemaliger ARD und ZDF-Täter, ich bin ja mit euren GEZ-Geldern aufgebaut worden, okay? Aber ich habe hier meinen Presseausweis und ich habe Moral und Ethik und ich hetze nicht gegen andere. Und es geht nicht nur darum zu sagen, wie sind die Fakten, wir kennen die Fakten inzwischen. Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Eine Hoffnung geben. Und die Perspektive und die Hoffnung ist, ihr könnt was machen. Ihr seid mächtig, denn wir sind die Meisten. Ja. Wir sind die Meisten. Wir sind die 99%. 280 Millionen Amerikaner haben keine Ahnung von Geopolitik, weil sie auf diese Medien angewiesen sind. Warum stehen denn hier nur so wenige, obwohl wir alle betroffen sind? Die Schuldigen sind die Medien. Und ich weiß, dass ihr Probleme habt, weil ihr GEZ-Gebühren bezahlen müsst. Aber schaut diesen Müll nicht noch. Das müsst ihr auch gar nicht. Ich schaue diesen Müll und verarbeite das in Mima Self in Medien, das reicht. Ja. Mehr müsst ihr gar nicht gucken. Ihr braucht Günther Jauch nicht. Ja? Der 5000 Euro pro Minute bekommt von eurem Geld und der dann so Leute wie Kornblum sagen lässt, es spielt keine Rolle, was sie in Europa machen, in Washington wird entschieden. Ist das so? Ja, es ist so. Aber wollen wir uns das bieten lassen? Nein! Sind wir anti-amerikanisch? Überhaupt nicht. Ich möchte auch keine amerikanischen GIs in der Ukraine sehen. Das sind meine Freunde! Ich will keine jungen Amerikaner in Afghanistan sehen! Die sollen die Afghanen dort heiraten und nicht auf sie schießen, verdammte Scheiße! Bob Friedman offen zugibt, dass sie es schon immer so gemacht haben, den Iran gegen den Irak aufgehetzt. Und das findet ihr auch noch cool! Und diese Leute vertreten unsere Werte! Das sind unsere Werte! Das sind Menschenfeinde! Das sind Menschenfeinde. Und dann muss man sich Folgendes sagen. Es gibt einen Unterschied nach 45. Es gibt mehr als einen Staat weltweit mit Nuklearwaffen. Warum lassen wir das zu? Wer kann uns garantieren, dass wir morgen nicht in einer Welt aufwachen, wo ein Atompilz am Himmel war, irgendwo in der Ukraine, und eine Panzerfaust abgefeuert wurde auf ein marodes Werk wie Tschernobyl, das steht dort ja auch. Wo schreibt denn unsere Presse darüber, was dort eigentlich los ist? Wo schreibt denn unsere Presse 4 Jahre nach Fukushima, was dort los ist? Nein, wir sind das Problem! Wir, die paar verstrahlten Friedensbewegten, sind das Problem! Das ist nicht unsere Presse! Sie bevormunden uns, sie halten uns zum Narren und ihr seid mündige Bürger, weil ihr begriffen habt. Und dass ihr hier steht, dafür gibt es einen Grund! Ihr übernehmt Verantwortung und das ist gut! Ihr seid die Richtigen! Ihr habt nämlich daraus gelernt, eure Verantwortung nicht zu delegieren. Nicht sagen, da war ja der für zuständig, ja? Das sind für mich alles Schreibtischtäter da oben, die sehe ich heute in einem Namen mit Eichmann. Die haben nur gemacht, zugelassen und gehetzt. Ich habe in der Schule gelernt, auf der Waldorfschule, dass man die Menschen individuell behandeln soll. Aber ich soll über alle Russen schlecht denken. Wir bauen Feindbilder aus, weil es uns nützt, wir profitieren davon. Ich habe von diesem Luxus nichts. Ich verzichte auf diesen Luxus. Ich habe keine Lust auf Luxus, an dem Blut klebt. Und das hat natürlich mit unserem System zu tun, ja? Damit wir hier einigermaßen noch leben können. Das heißt, der erste Punkt, ich muss erkennen, wie das System funktioniert. Ich muss erkennen, wie das System mich gedreht hat. Und da muss ich mir die Frage stellen, möchte ich nicht teilen?
Wir brauchen gar nicht in die Ukraine gehen. Es reicht, wenn wir zulassen, dass jeden Tag Hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken, auf dem Weg hierher, weil unsere Truppen ja dort drüben Kolonialismus betreiben. Wir müssen uns auf diesem Planeten darüber klar werden, dass wir die meisten sind und dass es für die meisten reicht. Und wir können auch friedlich zusammenleben. Wir leben ja auch friedlich zusammen. Warum lassen wir uns immer von einigen wenigen erklären, dass wir uns in regelmäßigen Abständen abschlachten müssen? Warum hören wir uns das an? Was ist denn eigentlich Krieg? Krieg ist doch nichts anderes, dass ganz wenige alte Männer ganz vielen jungen Männern dazu bringen, auf sich zu schießen. Aber ich bin nicht dumm genug dafür. Und da sage ich nein. Und mein Appell an euch ist, wenn ihr die alternativen Medien konsumiert, ja, konsumiert sie nicht nur wie ein User, sondern setzt das, was dort gesagt wird, in die Tat um. Benutzt euer Gehirn. Widersprecht mir. Widersprecht eurem Chef. Widersprecht euch selber. Ändert euer Verhalten. Das ist wahnsinnig schwierig. Ja? Und erkennt, dass ihr Teil des Systems seid. Die meisten von uns haben ihr Geld noch bei diesen Banken. Die meisten von uns kaufen noch die Gazetten, setzen sich vor Jauch und Co. und regen sich über Anne Will und Co. auf. Lasst das! Kauft lieber ein Buch von Krone Schmalz, damit seid ihr besser bedient. Warum wird so jemand immer unterbrochen? Ja? Unterstützt alternative Medien und macht einfach nicht mehr mit. Das ist das, was ihr tun könnt. Das ist das Effektivste, was ihr tun könnt. Ihr könnt bei den Kriegstreibern, bei denen die euch hetzen, da könnt ihr nicht mehr mitmachen. Sagt einfach nein. Wenn 33 mehr Leute nein gesagt hätten, hätte es kein 45 gegeben. Das ist eure Chance, das ist eure Verantwortung. Und das könnt ihr auch. Hört auf mitzumachen und habt nicht Angst davor, was die anderen über euch denken. Das sollte euch scheißegal sein, was die anderen über euch denken. Ihr könnt später zu euren Enkelkindern sagen, wir standen auf der Straße. Ich weiß nicht, ob wir etwas verhindern konnten, aber wir haben aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Wir sind nämlich auf die Straße gegangen. Und noch gibt es keine Gestapo-Lastwagen, die hier rumfahren. Noch kann man das nur machen, ein Shitstorm auf Facebook. Na und? Wenn das alles ist, das ist eure Verantwortung. Ich habe 3 Kinder, aber auch wenn ich nicht 3 Kinder hätte, ich lasse es nicht zu, dass irgendwelche Kinder in irgendwelchen Regionen in Europa abgeschlachtet werden, weil es dem System so gefällt. Und wenn ich das zulasse, dann bin ich nämlich mitschuldig. Nicht auf die Straße zu gehen, ist unterlassene Hilfeleistung für diese Enddemokratie. Das ist meine Demokratie. Ich habe dafür bezahlt, für meine Demokratie. Und die Bedrohung ist das System, das sind große Konzerne, die Milliarden verdienen und nur 1% Steuern bezahlen. Natürlich hat es auch mit Geld zu tun. Wenn die großen Konzerne in Europa ihre Steuern bezahlen würden, hätten wir gar keine soziale Schieflage. Und die soziale Schieflage ist ja der Grund und ist die Basis, um uns gegeneinander aufzuhetzen. Wir haben ja nicht nur Probleme mit den Ukrainern, wir haben ja auch Probleme laut Bild-Zeitung mit den faulen Griechen, die ihre Verhältnisse gelebt haben. Ja, oder die Portugiesen, oder die Spanier. Lasst doch den Euro, lasst doch die Griechenland raus aus der Eurozone, lasst das ganze System doch pleite gehen. Warum wird das denn verhindert? Weil die Eurozone rückversichert ist im Dollarraum. Lass doch das ganze Geldsystem zum Teufel gehen. Beschäftige dich doch mal damit, wie das alles funktioniert. Und der wesentliche Punkt, dass es funktioniert, womit hat das zu tun? Das wesentliche Schmiermittel in diesem gesamten System ist unsere Passivität. Weil wir passiv sind. Auch ich war viel zu lange passiv, aber 2015, das wird mein Jahr, Freunde. Ich bin in dieser Stadt, ja, 3 oder 4 Mal in den letzten 20 Jahren angegriffen worden von verkleideten Linken, die aber eigentlich Rechte sind, die sich für Antifa ausgeben, aber die NATO-Schergen sind. Schützt eure Journalisten auf der Straße. Schützt die Leute, die das aussprechen, ja? Begegnet diesen falschen, ja, Antifa-Leuten. Das sind die wirklichen Faschisten. Denn der Faschismus kommt natürlich, indem er sagt, ich bin der Antifaschismus. Links und rechts hat abgewirtschaftet, das gibt es so gar nicht mehr. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Und der erste Trick ist, euch zu erklären von außen, wer ihr seid. Natürlich gibt es Rechtsradikale, das ist das kleinste Problem in diesem Land. Das Problem ist, dass die meisten von uns passiv sind, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Weil sie darauf warten, dass Klaus Kleber ihnen sagt, wohin sie gehen sollen. Oder der Schwirmenboss, wann sie auf die Straße gehen sollen. Ihr seid zu gehorsam, Freunde. Ja, ihr sollt rebellieren. Ja, ihr sollt keine Anarchie machen, ihr sollt keine Revolution machen. Ja, ihr sollt partizipieren untereinander, sollt euch als Menschen erkennen. Ihr sollt teilen. Es ist genug für alle da. Okay?
Und ihr sollt euch nicht von anderen erklären lassen, dass es schon okay ist, auf Menschen zu schießen, Panzer dorthin zu schicken oder sie von oben zu bombardieren. Dafür gibt es eben andere Worte. Sie heißen Sanktionen oder Militärmanöver. Ich war bei der Armee. Kommen Sie schießen und treffen Sie neue Freunde. Nein, danke. Schickt eure Kinder nicht zur Bundeswehr. Aber wenn die Bundeswehr an eure Schulen geht, dann interveniert. Lasst es nicht zu, dass die Bravo-Kampagne fährt, bist du ein Bergtyp oder ein Beachtyp. Besetzt die Medienhäuser. Da wird gehetzt. Besetzt die Medienhäuser. Das sind Schreibtischstädter, die dafür sorgen, dass hier nur wenige stehen, damit die meisten zulassen. Und solange ihr auch zulasst, können wir überhaupt nichts ausrichten. Ihr solltet 2015 permanent auf der Straße sein. Ich habe keine Angst. Ich werde mir 2015 verdammt viel Zeit nehmen für die Friedensbewegung. Der hat aber auch ein Durchhaltevermögen. Hey, linke Presse, rechte Presse, es ist doch dumm, auf mich zu schießen. Ich verwandle das in Energie. Meinst du, dass du mit so ein paar billigen Methoden mich loswirst? Da musst du dir etwas anderes überlegen, mein Freund. Ja? Ich versuche nur so mutig zu sein wie meine Kinder, wenn sie irgendwo Schieße abfahren. Die genießen die Fahrt. Ich genieße die Fahrt in der Friedensbewegung. Ihr könnt mich mal gern haben, die ihr mich hetzt. Und ich habe auch Partner, die stehen hier oben. Ich verstehe euch als meine Partner. Ich verstehe ein Chaya als mein Partner. Ein Lars Mehr als ein Partner. Ein Tommy Hansen aus Dänemark ist mein Partner. Leute, die etwas riskieren für den Frieden. Der Frieden ist nicht zum Nulltarif zu haben. Der Frieden hat einen Preis. Und du musst dir die Frage stellen, was du dafür tun kannst. Erscheine hier. Erscheine in deiner Stadt und geh nicht mehr weg. Und die Frage, ja, aber was ist denn? Der Frieden könnte ja in Gefahr sein. Wir haben ja längst Krieg in der Ostukraine oder in der Ukraine. Haben wir ja längst. Und rede doch nicht über Annexion von Putin. Rede doch mal über Annexion der Banken in diesem System. Die haben uns doch annektiert oder etwa nicht. Warum reden wir über Putin? Warum reden wir nicht über die MH17, wenn sie wirklich vom Himmel geholt hat? Aber entscheidend ist, doch sind Zivilisten umgekommen. Eigentlich wollte man gar nicht diese Zivilisten abknallen. Eigentlich ging es um eine Maschine, wo man dachte, dass Putin da drin ist. Soweit sind wir bereits. Wir haben es auf der anderen Seite des Teiches mit Leuten zu tun, denen das scheißegal ist, was hier passiert. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, unsere Regierung macht dort mit, weil sie schweigt. Die Steinmeiers, die Gabriels, die Merkels machen nicht die Schnauze auf, aus Angst vor ihrer eigenen Karriere. Warum wählt ihr die noch? Vergesst politische Parteien. Vergesst das, die tun nichts für euch. Das, was wir machen, kannst du heute lesen auf dem Facebook-Profil von Sarah Wagenknecht, dass es keine Zukunft gibt ohne Finanzmafia. Das haben wir doch schon vor 2 Jahren gesagt. Ja. Dann stimmt das doch. Jawohl. Es stimmt. Und deswegen geht auf die Straße, wechselt eure Bank, wechselt euren Energieversorger und lernt etwas, was ihr nie gelernt habt. Widersprecht. Widersprecht laut. Seid nicht gehorsam. Und vor allem, habt keine Angst und lasst euch nicht von irgendjemandem erklären, ihr werdet nicht zuständig für den Frieden. Ihr seid für den Frieden zuständig. Ich werde regelmäßig hierher kommen, ich werde die Republik fahren zwischen den Interviews, ich werde meinen Arsch auf die Straße bringen. Das bin ich meinen Kindern schuldig! Bleibt friedlich! Greift auch nicht die an, die euch angreifen. Bleibt friedlich, seht das mit Humor. Man kann es nur mit Humor sehen. Diese Menschen, die auf Gewalt setzen, haben nicht alle Nadel in der Tanne, sind psychisch krank. Und diesen Menschen nicht aus diesen Machtapparaten herauszuhelfen, ist unterlassene Hilfeleistung. Ja? Tut euch einen Gefallen, wenn ihr noch einen von diesen Gazetten abonniert habt. Kündigt das. Es gibt keine Medienkrise. Ich habe hervorragende Klickzahlen. Wo immer ich hinkomme, sehe ich Menschen, die ihr Smartphone gucken und nicht nur Katzenbilder. Die Menschen interessieren sich für Medien, aber nicht für den Dreck, der dort gepresst wird. Für diese lächerliche Nummer. Sind wir wirklich so blöd, dass man uns so einseifen kann? Die dort schreiben, wissen noch nicht mal, wo Afghanistan liegt. Ja? Die kannten bis vor 2 Wochen die Ukraine noch gar nicht. Ich erinnere, vor 2 Jahren war die Ukraine noch der Ort bei der Europameisterschaft im Fußball, oder? Na also, da hat doch unser Panzer Uschi da mal gesagt, egal wo Deutschland ist, wir schicken schießendes Personal. Sehr witzig. Das ist das falsche Personal der Deutschland GmbH. Ihr als Demokraten habt die Verpflichtung, die Demokratie zurückzuerobern. Ihr dürft sie euch nicht aus den Händen nehmen lassen. Und TTIP ist so ein Versuch mit Schiedsgerichten, ja, ein Unrechtssystem in einem angeblichen Rechtsstaat zu installieren.
ich möchte hier keine Pauschalurteile fällen. Und ich bin auch nur jemand, der Teilwissen hat. Gans hat das von sich gesagt, auch er hat nur Teilwissen. Putin hat nur Teilwissen, aber Obama hat auch nur Teilwissen. Wir haben eine Schwarmintelligenz. Und was wir niemals tun sollten als Deutschland in Berlin nach 45, gegen andere Völker eine Waffe erheben und unsere Ideen durchzusetzen. Das sollten wir niemals tun. Und jemand, und egal wer es ist, der uns dazu anstiftet, der sagt, es ist schon in Ordnung, gegen andere Menschen Krieg zu führen, andere Völker anzugreifen, das ist ein potenzieller Massenmörder. Die gehören alle nach Den Haag. Ja, und deswegen tut mir einen Gefallen, Freunde. Habt keine Angst vor euren eigenen Courage. Geht nicht mehr weg, kommt zurück und stiftet andere an, mündige Bürger zu sein, den Mund aufzumachen, couragiert zu sein und sich diesem Terrorregime, diesem Kriegsmechanismus, dieser Gewaltspirale entgegenzustellen. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank. Danke, Ken. Ken Jebsen, vielen Dank. Ich freue mich, dich auch zu sehen bei mir. Ein Mann, der, seitdem ich ihn kenne, ungebrochen ist. Und, aber eine Korrektur muss ich machen, Ken. Wir sind gefährlich. Wir sind gefährlich, weil wir aufwachen und weil wir andere anstecken. Und es hört nicht auf. Gefährlich friedlich, der gefällt mir. Wir sind gefährlich friedlich.